Auch Marcos Freund Jakob hat Probleme mit seiner Konzertkleidung. Er hat seine Schuhe vergessen. Nun muss er die eines älteren Thomaners tragen. Und die sind ihm viel zu groß. Marcos erstes Konzert findet bei einem Schulgottesdienst statt. Also das Gefühl bei mir ist, dass ich schon stolz bin, vor meiner eigenen Schule aufzutreten, vor meiner eigenen Klasse. Da fühlt man sich so richtig groß, als ob man wirklich schon richtig berühmt ist. Und also man ist aber dann auch ein bisschen aufgeregt, aber man weiß, man singt zusammen und da muss man denken, es kann einem nichts passieren. Weil Marcos noch nicht so lange im Chor ist, kann er erst zwei der neuen Lieder mitsingen. Mein erster Auftritt ist super gelungen. Ich muss nicht mehr aufgeregt sein. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt auf der Bühne und es hat mir richtig Spaß gemacht. Dann hat Marcos auch noch Glück. Weil es nicht so viele Altstimmen im Chor gibt, darf er bereits mit zu einem Konzert nach Berlin. Party überall. Ist das nicht herrlich hier? Oh, hier, guck mal hier unten. Alter! Mir gefällt eigentlich an der Konzertreise am besten, also dass wir da so schöne Lieder singen und dass man da auch keine Schule hat. Also da hat man auch mal eine Abwechslung. Mittlerweile hat sich Marcos schon richtig im Chor eingelebt. Ich will ja auch nicht angeben, also dass ich viele Freunde gefunden habe. Also ich denke schon, dass ich viele Freunde gefunden habe und ich denke, ich bin noch nicht ganz so unbeliebt auf dem Chor. Ich bin dieses K.O. Und heute noch Konzert. Nee, ein Hemd. Oh, hier, mein Hemd. Marcos und seine Freunde machen sich im Hotel für das Konzert fertig. Oh, ist eigentlich schade, dass wir wieder zurück nach Leipzig müssen. Das hier doch unser Internat wäre. Sehr krass mit Frühstück und allem. Bei großen Konzerten treten die Thomaner in ihrer Kieler Bluse auf. Eigentlich hat jeder Chor oder ziemlich viele Chöre einen Anzug und deswegen brauchen wir das natürlich auch als berühmter Chor. Kannst du mal gucken, ob das hier richtig ist, hier hinten? Wenn nicht, mach mal bitte. Das ist eigentlich ganz ordentlich, ja. Streng. Boah, übelst ja. Gerade geht schon. Mhm. Beim Halbjahr. Mogli, du. Ja, ich. Ja, jetzt. Herzlichen Dank. Ich meine, ach, da ist sie. Für das Konzert sind nicht nur saubere Hände und gekämmte Haare Pflicht. Wir müssen uns dick anziehen, weil jetzt die Zeit ist, wo wir uns schnell erkälten und deswegen müssen wir unsere Stimme schonen. Und deswegen ist es Pflicht, Mütze, Schal und Jacke zu tragen. Silenzium, wir erheben uns zum Einsingen. Das Einsingen übernimmt heute einer der älteren Thomaner. Frohlocket. Frohlocket. Balala, 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 la, la. Balala, 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 balala. Jetzt wird noch einmal das Aussehen der jüngeren Thomaner überprüft. Da achtet eigentlich auch mit Dr. Domesticus, der Herr des Hauses, der achtet darauf, also ob die Kleidungen richtig sind und ob sie angepasst sind. Also weißes Hemd, schwarze Schuhe und schwarze Socken ist Pflicht. Kann man Taschentuch?
mal fester. Ja? Rum? Ja, jetzt darf ich, weil ich jetzt nicht mehr so neu bin, kann ich jetzt schon mehr Lieder mitsingen. Und weil wir auch neun Proben jetzt mittlerweile ganz oft, also jeden Tag haben, fast jeden Tag. Und dann geht es raus auf die große Bühne des Berliner Konzerthauses. Mir hat das Konzert bisher gut gefallen und es hat gut geklappt, weil ich mir ziemlich sicher war, weil ich neben mir zwei Ältere hatte, die wussten, wie es richtig geht, und da konnte ich mich so ein bisschen dranhängen. Ja, ich möchte gern Thomaner bleiben und die Probezeit auch schaffen, weil wir halt alle zusammen sind und weil ich den Chor auch mag, weil er so schön singen kann, weil er weltberühmt ist.